Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil hier bei Jekyll and Hyde. 25 Jahre. Genau. Die Leute, die den Channel ja schon ein bisschen verfolgen, sehen, dass wir jetzt mal, wir machen auch so eine kleine Trilogie oder mehrere Episoden. Jetzt gehen wir zum Part 2 rüber. Grundsätzlich, was machen wir uns Part 2? Ein bisschen Leistungsprüfstand? Wir fangen erstmal über Matze, genau, Matze leicht. Wir sind noch in der Entwicklung quasi. Genau. Okay. Genau. Und jetzt einfach nochmal den Prüfstand. Du hast ja erzählt, Leistungsprüfstand. Genau, das ist unser Prüfstand, dass auch wir, wenn es dann letztendlich mal der Prototyp fertig ist, dass wir sagen können, okay, jetzt stellen wir auf, die Geräusche passen, jetzt messen wir noch die Leistung, dann sehen wir, okay, Leistung passt oder passt nicht. Mhm. Dann musst du halt wieder sagen, okay, wir müssen das Innenleben so abändern, damit leistungstechnisch wir in dem gesetzlichen Rahmen bleiben. Mhm. Und wenn das fertig ist, dann wird das ja alles komplett einmal geprüft von der Prüfstelle. Die machen dann auf einer speziellen auch Teststrecke mit 0 dB Asphalt. Aber die prüfen nochmal auf ihrem eigenen Prüfstand alles was ihr vorher schon geprüft habt. Das heißt, die übernehmen nicht das, was ihr hier geprüft habt. Also was wir hier prüfen nicht, das ist nur für uns als Vorabtest, damit wir wissen, es passt. Es besteht oder ja oder nein. Aber Abgas zum Beispiel, da gehen wir in ein zertifiziertes Abgaslabor, wo für Automobilhersteller, Motorradhersteller die ganzen Prüfungen macht. Die unterschreiben dafür und sagen, okay, du hältst die kompletten, das wird ja aufgesplittet. Wenn man so ein Abgaslabor sieht, das ist auch ein hermetisch abgeriegelter Raum. Da dürfst du nicht mal einen Tropfen Benzin fallen lassen, weil die messen die Umgebungsluft, saugen direkt das Abgas ab am Auspuff und dann wird es aufgesplittet in die vier Bestandteile, NOx, HC, CO, in die ganzen einzelnen Bestandteile. Und dann errechnet der Computer, okay, ich habe das Abgas, ich halte das Abgas ein. Wir wissen, unsere Katalysatoren funktionieren. Oder müssen wir nochmal einen anderen Topf drauf machen, müssen am nächsten Tag nochmal fahren, weil du musst 24 Stunden die Maschine stehen lassen, um wieder fahren zu können. Und das hat sich ja auch die letzten 10 Jahre brutal verändert. Ja, ja klar. Die Vorgaben, die ihr erfüllen müsst. Die Abstände zum Wechsel der Euronorm wird immer kürzer. Ich will gar nicht wissen, was das hier an Geld kostet. Genau. Ein Prüfstandslauf, 1500 Euro. Und wenn du dreimal es schaffst, dann bist du durchgefahren, dann musst du wieder. Und das ist halt auch der Grund, warum die Anlagen, wir haben es in der letzten Folge quasi schon. Das kosten, was sie kosten, ne? Dass halt irgendwo der Preis sich so zustande setzt. Und die Katalysatoren, die Materialien, das Rhodium ist so teuer geworden. Früher war es ein Abfallprodukt, jetzt ist es mittlerweile immens teuer. Kriegt ihr die Bikes von Harley gestellt oder müsst ihr selber kaufen? Wir kaufen eigentlich mittlerweile alle unsere Bikes selber, weil wir natürlich immer einer der Ersten sein wollen. Und dann kannst du nicht sagen zum Händler, können wir mal uns mal einen einführen für vier Wochen, ohne zu wissen, dass es geht. Ja. Ich würde sagen, ein bisschen viel Traffic, wir laufen einfach mal weiter. Ja. Immer diese Radau, ey. Das geht schon. Wir machen viele Sachen selber im Haus. Also der Topfhersteller, solche Sachen macht natürlich ein Topfhersteller für uns. Ist das ein Geheimnis, wo die produziert werden? Also alles im Umkreis. Also es wird alles in Europa produziert? Also es kommt kein Container, wo ein China-Label drauf ist. Okay. Ich sag mal, ist ja auch mal wichtig zu wissen. Ich sag mal, im Umkreis, ich sag mal, im Umkreis von 150, 200 Kilometern haben wir unsere Hersteller. Unser Beschichter sitzt in Moers. Vor allen Dingen kurze Wege. Kurze Wege. Also unser Hersteller, der ist heute auch da, unser Top-Hersteller. Der macht auch für andere Motorradmarken Sachen. Mhm. Macht seine eigene Marke, der macht unsere Töpfe. Aber wir haben hier beispielsweise die ganzen Innenleben. Wir haben auch zig verschiedene Innenleben aus verschiedenen Bauteilen, wo sich das immer zusammensetzt, die ganze Geschichte. Das sind zum Beispiel jetzt alles, sieht man hier, Rohmaterialien, fertige Innenleben, die dann in den Topf gesteckt werden. Also wenn man es mal sieht, ich nehme jetzt einfach mal oben eins runter. Das ist jetzt beispielsweise ein Tourer-Innenleben. Tourer-Innenleben, ja. Das machen wir selber. Hier? Das machen wir selber. Wir haben hier Schweißtische, Schweißvorrichtungen, wo du komplett alles eins zu eins, dass du immer dieselbe Qualität, selben Maße, dass da nicht plötzlich bei dem einen ist so, bei dem einen so, sondern dass du immer die gleiche Qualität hast. Das ist jetzt zum Beispiel, man kann die Schuld nicht auf jemand anders schieben. So ist man es. Man hat selber verkackt. So ist es. Nein, ich meine, mir ist das zum Beispiel sehr wichtig. Ja, ja, natürlich. Weil ich kann mich über niemanden beklagen. Ich kann nur sagen, ihr habt es verkackt. Ja? Genau. Wobei, ohne jetzt hier Schleimbeutel zu wollen, wie selten. Dann haben wir vielleicht mal eine Elektronik. Ich muss dich ja immer anrufen, dass ich der Stimme höre. Weißt du, so. Ja. Das ist das gute Stück. Genau. Das ist einfach mal. Genau. Klappt ihr auch selber hier? Die Klappe wird gefräst. Ja, aber wir assemblieren sie. Das ist quasi speziell gehärteter Stahl, plasmanisierter Stahl mit Titanbuchsen innen drin. Dass man es mal in die Hand nimmt. Ich weiß nicht, wie viel Gramm sie wiegt, genau. Aber du hast halt. Wir haben ein Video schon gedreht auf dem Prüfstand, wo die Klappe das Glühen anfängt. Mhm. Wo trotzdem noch geht. Also, da hinten hoch. Was muss ich machen?
Oder? Also ich sag mal, vom Gewicht, bei uns ist auch alles aus Vollmaterial. Bei uns ist nicht irgendwie ein Blechkläppchen oder die Endkappe irgendwie aus Blech, sondern immer massiv, weil alles, was Blech ist, gibt eine blecherne Resonanz, was sich halt wieder im Klang dann widerspiegelt und dann vielleicht wieder schlecht klingt. Angesteuert wird die bei euch über einen Zug, genau. Deswegen hast du bei uns eine relativ clean Optik. Bei uns sitzen auch immer im Topf die Klappe. Du siehst eigentlich nie die Klappe. Es gibt natürlich Hersteller, die machen sie hinten hin mit Gestänge. Ja. Wenn es einem gefällt, natürlich. Wir wollen es halt immer so clean. Das ist ein Aspekt, warum manche die Klappe hinten verbauen. Manche sagen, sie haben mehr Volumen, aber wir haben das Volumen ja trotzdem, wenn die Klappe auf ist. Mhm. Und du hast halt immer eine clean Optik. Du kannst seitlich schauen, du siehst halt hier nur, gehen die Züge weg. Ja. Und der Motor ist am Moped dran, dass du es eigentlich gar nicht siehst, wenn du nicht wirklich hingehst und näher hinschaust. Das ist für mich, und das ich muss immer dazu sagen, kein Hate gegen einen anderen Hersteller. Ja, klar. Ich persönlich mag halt einfach diese Geschichte, dass nur die Züge rauskommen und die Servos eigentlich versteckt im Fahrzeug sind, mag ich optisch lieber. Ja. Wie jetzt zum Beispiel Kess mit dem Servo und der Gelenkwelle mit den... Das liegt im Sinne des Betrachters. Das ist eine Philosophie. Ja, genau. Sie machen es schon immer so, warum sollen sie es ändern? Genau. Ich sage mal, ich für mich finde es einfach ein bisschen cleaner. Das ist aber nur meine Sicht der Dinge. Das ist eine Geschmackssache. Genau. Also wie gesagt, das ist die Abteilung, wo hier wirklich... Man das sieht sind da die hier Schweißtische, die, genau. Siehst du, ist das hier immer so sauber? Oder? Also man muss wirklich sagen, bei uns ist... Also da achten sie alle schon penibel drauf. Also das ist jetzt nicht nur, weil jetzt Leute kommen, sondern es ist immer alles feinsäuberlich sauber und da wird schon drauf geachtet. Also es ist jetzt hier, da sieht man beispielsweise, da wenn die BMW-Töpfe... BMW-Topf, was gemacht wird, was geschweißt wird, der ist jetzt natürlich beschichtet. Mhm. Aber beispielsweise hier. Hast du eine BMW gehört? Ja. Ich hab schon Anlagen verbaut. Das sind alles Sachen, die bauen wir selber. Wir haben einen eigenen, oder wir haben zwei, drei Leute, die wirklich nur auch Werkzeuge bauen, für das, dass wir produzieren können. Das heißt, es ist immer selbe Stelle, dann wird geschweißt, dass du immer vom Ding, hier hast du beispielsweise mal einen Cut, das ist noch ein kleiner. Euro 5. Ich weiß nicht. Du brauchst halt viel, Deutschland, ne? du brauchst halt viel Fläche bei den Katalysatoren, damit du dementsprechend, dass sie wirken können. Und das sind ich wollte das mal rausschlagen. Das ging aber nie. Es ist alles Edelstahl, also da ist es ist nichts mit ist schon brutal, alles Edelstahl. Das kann heftig, oder? Schön. Heftig. Also da machen die komplett ihre ganze... Ist das universal immer? Oder so? Nee, das ist jedes... alles unterschiedlich. Immer? Komplett. Deswegen gibt es auch nicht eine Anlage für alles. Man macht nur einen größeren Topf, sondern es ist wirklich alles für das jeweilige Modell entwickelt, geprüft und wird auch nur dafür produziert. Natürlich hattest du früher bei Euro 3 Softail, Dyna, waren identisch. Ja, gut, weil es das ist. Aber Sportster ist wieder anders, Tourer, alles unterschiedlich. Ne? Also das ist da ein das Recht. Der ist jetzt auch hier so drin. Der ist da drin, der ist im Endeffekt, wenn du hier reinschaust, siehst du den Cut, der wird hier außen gepunktet. Und das ist auch die Problematik, wenn man was sagen darf. Früher konnte man den Cut hier rausnehmen bei den kurzen Krümmern. Genau, das war der kleine Cut. Das ja nicht mehr, weil der Cut mit in dem Engine-Level. Also seit Euro 4, oder? Seit Euro 4. Ja. Also da nur eine kleine Empfehlung an die Kunden. Ich habe öfter schon Kunden gehabt, kann ich den Cut rausmachen? Sei klar, du kannst hinten mit einem riesen Dremel. Aber wenn du dir das Innenleben zerstörst und du willst es neu haben, dann ist es nicht billig. Aber man muss sagen, ich hatte ja mal eine von BTC gehabt mit einer Kestech dran. Da habe ich auch gesagt, bitte holt den Cut raus. Conor kennt die Geschichte noch, Milwaukee 8 Motor rausgeholt. Es hat sich grauenvoll angehört. Genau. Mit Cut wäre es bedeutend schöner, dumpfer gewesen. Und es ist und auch mehr Leistung. Ja. Genau, der Rückstau. Eigentlich verlierst du Leistung. Ja, du verlierst Drehmoment. Weil selbst ich habe mit dem Volker gesprochen von Speedpoint wegen meiner Roadlight und er sagte, man muss eigentlich immer, natürlich vielleicht nicht so einen Cut verbauen, aber schon einen gewissen Gegendruck, weil einfach auch die Abgaswelle und innerhalb von dem Krümmer auch zu Komplikationen gibt alles. Also es ist nicht immer gut, einfach alles leer zu machen und rauszuholen. Nee, vor allem bei Harley nicht. Es kostet ja Geld und dann mache ich das kaputt. Es ist nachher noch illegal und es hört sich noch nicht mal besser an. Genau, weil also, der Cut filtert schon hohe mittlere Frequenz raus und das macht halt den Sound. Klar, es gibt Leute, die sagen, ich will es einfach laut haben, aber dann sage ich, das kriegst du für einen Tausender oder für Ich muss allerdings dazu sagen, wenn ich jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre zurückdenke,
habe ich kaum noch Kunden. Ich glaube, Basti war der Letzte, der gesagt hat, ich möchte die Katz draußen haben. Letzte der Passion. aber auch du bist ja jetzt mittlerweile schon... Nein, es bringt nichts mehr, weil es ist einfach nur laut. Ja. Es ist einfach nur laut. Ja. Und da habe ich eine Frage, die muss ich hier wirklich stellen. Wir hatten ja schon mal telefoniert gehabt, dass es für Twin-Cam-Modelle 110er einen anderen Durchmesser vom Gehäuse gab, wie bei einem 103er. Nein. Doch, da hat mir schon mal gesprochen, ja. Durchmesser, ja, mein, reden wir von Natur. Genau, nur von Natur. Ja, wir hatten anfänglich, waren 96 Kubikinch, 103 und 110er, hatten dasselbe Innenleben. Ja. Die hat echt, also die, für mich war der Klang auch nicht so schön, deswegen haben wir dann irgendwann angefangen, das zu ändern. Da kam dann der 120R-Motor raus, das war ja damals der Motor von Harley schlechthin, so wie jetzt der 131er. Und da hat der eine Harley-Händler das komplett geprüft mit TÜV. Und wir haben dafür die Anlage entwickelt und haben gesagt, okay, die Anlage nehmen wir jetzt wirklich nur für 110er und für den 120R, für den Tourer. Weil deswegen und da war das Streetlight, der klang so komisch, so Dragster-mäßig, weil ich habe einen 103er gehabt, nachher auf 117 umgebaut. Ja, und das wie Dragpipes. Gibt es das denn auch bei den Dyna-Modellen, bei den Also nur Dyna, das war rein nur Tourer, da hast du mehr Perforierung. Die hat einen Schall, hier hast du mehr Vollmaterial gehabt. Anlage, die war stehen. Also dem seine Streetlight, du hast aber auch wahrscheinlich einen anderen Krümmer drauf gehabt, ohne Cut. Wenn es ein Heinz-Krümmer 100 Kubik-Inch gehabt, also voll, aber es war einfach so grell Dragster-mäßig. Nee. Und da hast du mir irgendwann am Telefon gesagt, das gibt ja auch bei den 110er du kannst eine auch, andere Größe. Genau, du kannst also ein anderes Innenleben im Endeffekt, das ist einfach nur anders aufgebaut. Also nur bei Touren, ja? Nur bei dem, speziell bei dem Tourer. Die sollte ich dir mal bitte stellen und jetzt wurde sie beantwortet und... Ja, ein bisschen was weiß ich ja auch. Und jetzt laufen wir, jetzt sind wir quasi hier in der Entwicklung oder im Bau von den ganzen Teilen, sind wir fertig, jetzt würden wir mal rüber in die Produktion gehen. Messuhren, oder? Das sind Messuhren. Das alles gerade ist. Ja. Echt? Alles in Flucht. Dass also, du drehst ihn, hast du deine Messuhren und dann siehst du halt, sag ich mal, wie das jetzt, ob das jetzt gerade angeschweißt ist. Ja? Du musst eine Messvorrichtung. Du musst auch achten, wie du heftest. Ne? Genau, dass sich nicht verzieht. Du hast hier beispielsweise, ich sag mal, idiotensicher. Du hast hier alles. Also eine Vorgabe. Ja, genau, einfach ein Arbeitsplan. Dass jemand immer nachschauen kann, wie, in welcher Reihenfolge, wo muss ich zuerst schweißen, so wie du gesagt hast, damit du immer keinen Verzug reinkriegst. Das kennt man ja aus dem Rohrleitungsbau, wenn dann wir kennen es auch bei uns, wenn wir irgendein Gestell schweißen, der Kollege schweißt jetzt recht zu viel, dann siehst du schon, wie das Bogen macht. Ja. Ne? Ich denke mal, das ist auch schwierig beim Rahmenbau, jetzt mal unabhängig von unseren Auspuffanlagen, wenn du Rahmen schweißt. Das beste Produkt, was es gibt von der Qualität her, weil eine Halle selber ist ja nicht so gebaut worden. Also, oder? Rausschneiden! Wir lieben es ja. Also wir haben sie auch, muss man auch dazu sagen, weil du die Toleranz ansprichst. Klar hast du bei der Montage, wenn die Harley kommt, gewisse Toleranzen. Wir versuchen natürlich schon bei unseren Töpfen Langlöcher zu machen, verschieden, das in unseren Haltern, dass du immer mal... Du hast brutale Rahmen. Ja. Weil, sag mir ehrlich, gab es schon immer. Mhm. Ganz ehrlich, Krümmertoleranzen. Das hast du mir schon beigebracht. Bei der Sports da hinten, die waren manchmal zum Zentimeter. Ja, genau. Und wenn ich das jetzt hier sehe, das ist in Amerika aber nirgends. Das weiß man nicht. Ich habe ja letztes Mal schon einen Schock gekriegt, wo er die Kofferhalter abgebaut hat und der ganze Heckfender zieht sich zusammen. Wir lieben Harley und Harley ist wirklich... Aber das gibt es dann nicht hundertprozentig. Nein, niemals. Die ist ja seit 10 Jahren nicht mehr geeicht. Doch, genau, die gibt es noch, aber die sind schon leicht angekokelt. Ja, das, genau, das ist so eine Autistenwerkstatt, wie für dich. Wirklich schön. Auch finde ich von der Optik alles, die Gebäude und so alles. Es ist bei uns aber auch alles schön. Diese CI, das wird bei uns schon groß geschrieben, allgemein. Das zieht sich komplett durch. Das ist meinem Katalog auf der Homepage, bei den Abgasanlagen, die Präsentation, euer Truck, wenn ihr irgendwo seid, das ist immer gut durchdacht. Genau. Also wie gesagt, das ist nur das kleine Gebäude. Ach so, jetzt ist das große Gebäude. Das heißt, die eigentliche Fertigung. Die eigentliche Fertigung, wir würden es aber... Ist, nehme ich mal an, wie so eine Art Fließbandstraße? Genau, wir werden sehen. Das ist so cool, hätte ich niemals gedacht. Also wir gehen jetzt auch mal direkt in die Entwicklung und danach gehen wir hoch in Sales. Ja. Dann ist es ein Aufwasch. Wie lange haben wir denn? Wie viel Video? 15 Minuten. Ja, komm, wir machen noch 4 Minuten, bis wir drin sind. Dann machen wir mal einen Cut. Guck mal, Pausenbereich auch schon. Ja. Gibt es auch eine Kantine? Nein. Oh. Frickhandel-Spezial gibt es nicht.
nur beim Supermarkt um die Ecke. Da ist die Event-Location. Genau, das ist die Event-Location. Hier ist quasi Warenannahme. Hier kommt alles an, was wir für die Produktion brauchen. Das heißt, hier kommen Sachen rein, wo dann das Lager, hier ist quasi komplett Lager. Hier hinten drin, ich drücke mal drauf, ob es geht. Was sind das hier für Prototypen? Das ist noch von dem Friends and Family Day gestern. Das heißt quasi... Ach genau, habt ihr gestern schon aufgehabt, richtig. Das ist quasi, hier wird assembliert. Die ganzen Haltesätze, was ihr bekommt. Da gibt es Leute, die machen nur Haltesätze. Einer faltet dann ganz filigran diese kleinen Bubble Wrap Sachen. Natürlich. Die werden auch von Hand gefertigt. Genau, wenn die, die Kartons gefaltet, es wird alles vorbereitet. Die ganzen Haltesätze, Schrauben, alles, was drin sein muss. Glücklicherweise ist immer... Das assemblen die alles hier. Genau. Glücklicherweise sind eigentlich immer mal ein paar Schrauben mehr drin als zu wenig. Mhm. Klar kommt vor, dass man vielleicht eine vergessen wird. War bei uns aber noch nie, glaube ich. Müsste ich jetzt. Da haben hier einen extra Quality-Raum klimatisiert, wo auch alles geprüft wird. Also wahrscheinlich abgeschlossen. Ja, ja natürlich. Normalerweise das heißt, sieht man... Alles, was rausgeht? Alles, was reinkommt vom Zulieferer, wird hier erstmal geprüft. Jedes Teil? Stichpunktartig. Ein Großteil. Also oder aus der Charge. Ich sage jetzt mal 15-20% vielleicht, wo geguckt wird, passt es? Die haben es jetzt gar nicht da, das schaut immer aus wie so ein Buttplug, wo immer geprüft wird, wie... Der musste mir erzählen, weil es kommt in jedem Karton kommen nur 143 rein. Wofür ist das? Das ist Füllmaterial. Das sind keine Chips für Verpackung, sondern die haben recyceltes Pappe. Ja. Also wir sind auch grün, was das angeht. Wir haben da wirklich sogar eine Auszeichnung, was die ganze Geschichte angeht, wie wir umwelttechnisch produzieren. Nein, das war ohne Quatsch. Man muss das Thema ja nicht übertreiben. Nee. Aber das ist dass ich keine normalen Chips mehr habe, Steropur-Chips, sondern dass ich mit Pappe arbeite. Ja. Oder wie WNW da schon jahrelang mit dieser Kartoffelstärke, die du lutschen kannst, theoretisch. Oder der Hund dann ist. Jetzt ist das ja für dich hier wirklich Alltag, aber für viele auch... Freunde von mir, wenn dieser Karton irgendwo ankam, man hat sich einen Ast gefreut. Also ich war wie so ein Lichtschein. Das ist der heilige Gral, weil das verbindet ja das Harley-Fahren. Ich könnte eigentlich schon vorab eigentlich immer Kartons verkaufen, weil viele Frauen rufen an, sagen, ich will meinem Mann das schenken, kann ich nochmal so einen Karton haben, dass ich dem einfach mal einen Karton unter den Weihnachtsbaum stelle. Also es ist, wie gesagt, das ist zum einen hier, das sind die ganzen Verpackungsmaterialien, das wird alles vorbereitet. Das heißt also, der jetzt die Kartons macht, legt auch schon die Schraubengeschichte mit da rein? Nein, der macht nur, es heißt, okay, jetzt wird für Softail, Modell, Upper, also für Fatboy oder so, macht der Haltesätze, kommen die Haltesätze rein, die Schrauben rein, die Kabelbinder, alles, was du brauchst. Okay, alles, was du brauchst, kommt dann hier rein und prinzipiell... Wir machen auch unsere Stecker beispielsweise selber. Ah ja, okay. Das heißt, die macht die auch also selber hier? Die kommen, also die sind schon fertig. Ja, aber die werden dann reingeschraubt. Die kommen vom Beschichter, die verschiedenen Dinge vom Spritzguss. Und hier, die muss ja auch noch beschichtet werden. Genau, du hast alles, verchromen, beschichten, verschiedenste Sachen. Und du hast halt hier wirklich alles. Die ganzen Fächer, guck mal da die Schrauben. Wir brauchen demnächst noch Hilfe bei der Inventur. Guck dir das an, diese Ordnung. Das feiert der. Ja, aber es ist. Du hast dein Herz erwärmt. Das macht aber auch viel aus, damit auch halt. Diese gleichen Muster. Wo stelle ich mir das vor? Das heißt, hier wird auch noch was im Prinzip zusammengebaut. Die Haltesätze werden in einem Karton, ist alles, was an Zubehör. Da müssen Schrauben dabei sein, Muttern dabei sein. Das ist zum Beispiel jetzt ein Bracket-Set für eine Indian Chief. Hier hast du quasi alles drin, was du zur Montage brauchst. Das heißt, da wird ein beigelegt im Prinzip, du packst nachher aus. Genau, und hast du alles. Bei uns, man sieht es auch drüben in der Produktion mal, wie sowas verpackt ankommt. Nicht im Bubble Wrap drin. Ja, also die Anlage kommt, du musst nicht danach suchen. Du siehst sie, wenn du auspackst, nur halt so Kleinteile. Kannst du dich daran erinnern, wo ich mal zu dir gesagt habe, wir nennen jetzt keine Namen. Also für mich sind ja die Verpackungs-
Designer, die Italiener, ja, wenn du mal was von Resoma kaufst oder auch von Rebofini, diese ausgeschäumten Dinger, wo das dann so drin liegt. Ja. Und es gab natürlich auch Auslaufhersteller, wo ich gesagt habe, okay, die kosteten vor 10 Jahren dann auch irgendwie 15, 1600 Euro und die kamen dann in Zeitungspapier eingewickelt. Da habe ich mir immer gedacht, warum mache ich die Auslaufverlage nicht 15 Euro teurer und mache eine wertige Verpackung? Das ist was ich auch nicht verstehe. Und ich bin nicht so ein Autist wie er, muss ich sagen. Aber es ist ja was Geld kostet. Das war ja kostet. Bei uns anfänglich auch. Wir hatten ja, bevor es diese Holzverpackung kam, war das so eine, wo du aufklappst. Aber es war immer clean, du hast immer alles. Nee, nicht Holz, also diese Optik. Holzoptik. Aber früher war der Karton, Entschuldigung, der war doch früher noch anders geformt. Der wurde so aufgeklappt. Genau. Du hast trotzdem immer mit Schaumstoff auch schon immer gewusst, wo ist was. Das heißt, wir sehen ja drüben, wenn wir mal die Produktionsstraße ablaufen, sehen wir auch mal genau, wo es anfängt, was noch gemacht wird. Da würde ich sagen, wir gucken halt noch mal rüber. So, ich würde sagen, eine Frage interessiert mich noch. Wenn jetzt ein Karton fertig ist, wiegt ihr diesen Karton nachher, um zu wissen, dass auch alles drin ist? Oder wie? Oder muss wirklich jeder noch mal nachkontrollieren? Gucken? Also du hast schon... Man sieht es drüben nochmal, wenn eine Anlage komplett fertig ist, wird es auch mit Kamera fotografiert. Aber hier, man setzt ja voraus, die, wo da arbeiten, können bis maximal 15 zählen, damit halt immer alles passt. Die haben ja auch ihr Ding. Ich sage ja, manchmal liegt einfach eine mehr bei. Das ist noch nicht so schlimm, wie wenn was fehlt. Also Menschen, keine Maschinen. Ne? Und im Endeffekt, wenn das hier fertig ist, dann müssen wir nämlich einfach nur gerade rüber, dann zeige ich euch erstmal das Lager. Das Lager machen wir noch mit. Ja, machen wir Lager. Also nur noch mal zur Erklärung, wir müssen das so ein bisschen splitten und auch mal gucken, was packen wir zusammen, dass es für euch auch interessant ist. Das ist ja wichtig. Ja, muss man ja sagen, wir laufen ja auch viele andere Leute. Genau, wir müssen ein bisschen uns so durchschlängeln, sage ich mal. Jetzt müssen wir nämlich mal am Flo vorbeihuschen. Ja, der Flo ist der hässliche Bärtige. Der da. Da ist der. Er hier mit dem Bart. Hi, servus. Ich sag nur kurz Hallo, ich will euch nicht stören. Grüß dich. Hi. Grüß euch, ich bin der Matze. Hi. Wir huschen wir mal darüber. ins Lager. Wo ist deine Frau? Die ist in Venlo einkaufen. Das ist schlecht. Das ist quasi unser Lager. Das heißt, hier kommt alles an. Ah, kurze Frage, pass auf. Ist vielleicht ein bisschen indiskret. Deine Toiletten sind vorne links. Woran liegt es, dass im Moment zum Beispiel Anlagen mit Krümmer doch eine relativ hohe Lieferzeit haben? Liegt das am Krümmerhersteller? Nicht nur am Krümmerhersteller. Ich meine, das eine ist der Rohstoffmangel allgemein, dass man Edelstahl beibekommt. Das ist also doch schon ein großes Problem. Das ist so der große Teil. Der Krümmerhersteller ja, aber dann hast du ja noch Schritte wie der Verchromer muss es verchromen oder der Beschichter muss es schwarz beschichten. Wobei ich sagen muss, Entschuldigung, dass ich habe ja wenig Kunden, die verchromt wollen. Mhm. Ich habe jetzt eine komplette Anlage in Chrom. Da merkt man halt doch, wahrscheinlich am Verchromen liegt es, dass es dann doch relativ lang dauert. Auch keine Rohstoffe haben für ihre ganzen Bäder, die ganzen Salze, alles, was sie brauchen fürs Verchromen, kriegen die nicht bei. Und dann ist es natürlich so, zieht sich einfach wie so ein roter Faden durch. Was das ist halt aktuell eine für eine Lieferzeit? Standardanlage also, 6 bis 7 Wochen, 7 Wochen? Ja, ist manchmal auch schneller, je nachdem, wie die Teile reinkommen. Wenn natürlich dann eine Endkappe oder wie auch immer fehlt. Also ich sag mal schwarz 6 und dann 7, 8 Chrom. Das heißt, ihr fertigt wirklich erst nach Bestelleingang. Das heißt, wenn jetzt es kommt, jetzt sieht man hier das Lager. Wir sind hier gute wir Frage. Sind hier, ihr habt nichts fertig auf Lager, sondern ihr komplettiert nach Bestellung. Du siehst alles, was du siehst, sind Einzelteile. Hier sind Innenleben für, das ist jetzt Fettbob. Du siehst hier, wir sind auf der Rückseite quasi hier. Was ist das denn schon direkt? Okay. Ich habe es jetzt einfach nur gesagt. Ach so. Film mal kurz rüber. Wir müssen uns beeilen, die stehen schon da. Wie lange ist das jetzt? Ja, wir haben 20 Minuten. Ja, passt genau. Also wir sind. Ich hätte noch eine Frage dazu. Ist das euer Lager für eure Produktion oder ist das Lager, was reinkommt, also wo eure Materialien ankommen? Nee, das war doch genau. Vorne, wenn die kommen hier an und wenn hier im Lager dann natürlich dementsprechend auf den gewissen Etagen verbaut. Wir befinden uns ja hier auf der Rückseite von der Produktion. Das heißt, wir haben hier, wir befüllen von hinten unsere Produktion. Das heißt, hinten wird reingelegt, vorne in der Produktion, sagt er, okay, ich habe hier meine Liste, ich brauche das, ich nehme das. Ich brauche hier die Endkappe, ich brauche das. Dann wird es auf dem Wagen, sehen wir jetzt dann, wenn wir drüber kommen, ist es alles schon auf dem Wagen drauf und dann wird assembliert. Aber das gehen wir dann natürlich mal direkt vor Ort durch. Also Video 2, Jekyll und Hyde, 25 Jahre, nicht kurze, sondern ausgiebige Werksführung mit unserem Host
The Real Deal Matze. Peace and out. Bis zum nächsten Mal. Hör mal, du musst doch die 3G sagen. Achso, 3Gs. 3G. 3G. Ja. Liken, supporten, abonnieren, Geld überweisen. Ja, richtig. Genau. Peace and out.